Jo, und willkommen zum 68. Part von Dungeon Siege 1. Diesmal geht's durch diese Höhle. Meine Leute haben alle neue Tränke hier. Alles aufgefüllt. Mit ein paar Ersatzrüstungen nach wie vor und Ersatzzauberbüchern, die wir dann vielleicht irgendwann mal benutzen können. Nahkämpfer. Reicht noch nicht. Intelligenz 16, sie kommt am ehesten dran hin hier. Wo ist es hier? 16, dieses wird sie dann irgendwann mal brauchen können. Und bei den anderen geht's noch länger. Deutlich länger. Vielleicht kann ich die gar nicht gebrauchen für die Nahkämpfer, diese Zauberbücher. Aber das wäre wichtig, ja, dann kurz vorm Schluss, also kurz vorm Endspiel, also Endgegner, dann definitiv entscheiden. Werde ich alles überflüssige Material verkaufen und nur noch Tränke bei mir haben. Und ich habe inzwischen auch gesehen, für den Nahkämpfer, für alle Nahkämpfer übrigens, hätte ich jetzt wirklich definitiv viel, viel bessere Nahkampfwaffen. Also die tatsächlich das Dreifache hier machen an Schaden von 150 und so weiter, dass nicht einmal der da stark genug ist. Ich hätte eigentlich gegen den Drachen den diese Keule nehmen sollen bei meinem bei Rask. Da der Drache ja, ich wusste es aber nicht anfällig ist für Einfrierungen. Also ich konnte den Drachen keinen einzigen Moment einfrieren. Und ich nehme an, dass es beim Endgegner genauso sein wird. Also ich werde ganz bestimmt drauf schauen, dass meine drei Nahkämpfer dann die allerbeste Nahkampfwaffe haben, für die Fernkämpferin dann auch. Ja, und da drin wird sicher jemand auf uns warten. Ich schicke mal Rask voran. Vielleicht können wir die ein oder anderen Gegner rauslocken. Ich habe übrigens mit Lorun hier den Zombie. Hier, wo ist er? Zombie beschwören. Ich will mal schauen, wie gut das der ist. Die Zombies haben wir auf dem Friedhof gesehen. Die sind relativ langsam, aber können heftig. Ja, zuschlagen. Und ich will mal schauen, wie viel Leben das er hat. Wenn das nicht so gut ist, werde ich sogar sofort wieder auf den Skik zurückkehren. Den habe ich schon seit ewigen Zeiten hier, den Skik. Und bei meinen Magiern hier, bei den übrigen, die können Blitzschlag 36, das dauert noch ein klein wenig. Waldklar könnten sie bald beschwören. Hier ebenfalls. Ulora ist eine Stufe höher als Set auf Naturzauber, deshalb lasse ich sie hier mit dem Heilspruch. Werde ich vorläufig wieder mit Ulora heilen. Also, dann schalte ich das Mikro wieder aus und... Nein, was noch neu ist, genau. Für Neidi habe ich eine neue Armbrust gekauft, 104 bis 128. Echt viel mehr Schaden als vorhin und war auch besser als die Armbrust, die wir hier unten in der Drachenhöhle gefunden haben. Definitiv besser. 1,5 Millionen hat die gekostet und zudem habe ich ihr noch eine viel bessere Rüstung gekauft. Also viel besser, es ist etwa 20 oder 25 oder sogar 30, nein 25 glaube ich etwa, oder sogar 30 Punkte besser als die vorhergehende. Jetzt hat sie wirklich eine gute Rüstung, 383. Ist definitiv besser als bei mir. Bei meinem Hauptcharakter und natürlich auch viel besser als bei den anderen Magiern hier. Doppelt so gut wie bei Lure und Z. Rask hat natürlich die beste Rüstung nach wie vor, aber das ist auch bedingt, da er das stärkste ist, also am meisten Stärkepunkte hat. 541, 496 und 404. Und dann kommt bereits Neidi mit 383. Okay, das war's soweit. Dann schalte ich das Mikro wieder aus und bis nachher.
Thank you.
Ja, ich bekomme hier die Mitteilung, dass Logan kein weiteres Monster beschwören kann. Wieso nicht? Der Zombie ist gar nicht mehr hier oder ich sehe ihn nicht. Was ist denn los hier? Er kann auf jeden Fall nichts beschwören. Weiß nicht aus welchem Grund. Der Zombie ist nicht hier. Ah, da hinten ist er. Oh, der ist langsam. Oh, da verzichte ich drauf. Nee, das ist nix. Das ist viel zu langsam. Dann machen wir wieder später fürs Gig. Aber ich muss hier. Kampfesheilung. Winterheilung und Winterheilung. Du machst dich vielleicht besser bereit zum Heilen, genau. Der ist noch gesund, aber viel zu langsam, viel zu langsam. Das geht nicht gut. Okay, dann wollen wir mal schauen hier. Ja, und wie immer habe ich hier Spielschwierigkeitskarte nicht angezeigt, schwierig. Okay. Das ist was für unser Fernschützen. Ja, ich nehme diese Nahkampffähigkeit lieber raus, da mir eine höhere Rüstungsklasse lieber ist. Was das er, ja, das ist schon gut, wenn er mehr Schaden anrichtet beim Kämpfen, aber mir ist der Schutz
meine Leute hier wichtiger als der Schaden, den sie anrichten. Da der Gegner oder die Gegner wirklich heftig auch Schaden anrichten, dann bleiben wir etwas länger bei den Gegnern, aber das ist nicht so wichtig. Stärke 32, jenseits von Gut und Böse, weg hier. Das können wir auch irgendwann mal verkaufen, das auch. Eigentlich ist das möglichst immer dieselben Tränke, sonst wenn ich, ja, wenn er hier mein Hauptcharakter immer zu wenig Mana hat und ich gebe ihm, sagen wir, einen Mana-Trank ein und der Mana-Trank füllt nicht den Mana-Vorrat vollständig auf, dann nimmt er nicht automatisch vom Verjährungstrank. Deshalb, dasselbe gilt übrigens auch für die Heiltränke. Wenn der Heiltrank nicht vollständig auffüllen kann, nimmt er nicht gleichzeitig noch den Verjährungstrank. Wenn er jedoch den Verjährungstrank nimmt, das kann sein, dass er dann plötzlich zwei Tränke einnimmt gleichzeitig. Das kann er dann machen, wenn sie von derselben Sorte sind. Deshalb haben bei mir alle Charaktere mit der Zeit nur noch diese Tränke bei sich. Dann kann ich sie auch besser austauschen untereinander. Sind etwas teurer als die anderen, aber das ist nicht so wichtig. Das erwähnte ich ja, dass ich gerne etwas so gelbe Gegenstände hätte bei mir. Trotzdem werde ich diesen Bogen nicht benutzen. Da ich mit der Armbrust, mir die Armbrust lieber ist bei der Fernschützin. Was ist das? Langsame Angriffsgeschwindigkeit 122 bis 158. Schnelle Angriffsgeschwindigkeit 128. Nee, der ist doppelt so gut ja wie der Bogen. Aber das da unten wäre gut. Fügt ein Gesundheitspunkt pro Treffer hinzu, ein Mana pro Treffer hinzu, das wäre nicht schlecht. Geschicklichkeit 39. Das wirst du nie erreichen. Du auch natürlich nicht. Und hier meine Magie erst recht nicht, dann verkaufe ich den halt wieder. Und was ist das? Nee, auch nicht. Also weg mit dem. Bleibt noch 16, 15 und du noch 17. Davon haben wir diese Wüstenblocks, die mit diesen Steinen oder weiß was oder Felsen auf uns werfen. Etwas zurück. Da kommt mir etwas zu nahe hier. Du auch. Endlich. Ist vielleicht gar nicht schlecht, aber der ist zu langsam, wenn wir uns fortbewegen. Der Zombie wäre vielleicht was gewesen gegen den Drachen.
besser als das Gig, nehme ich an. Aber das ist jetzt auch egal, der Drache, den Drachen haben wir schon erledigt. Okay, dann schalte ich das Mikro wieder aus. Bis nachher. Thank you.
Ja, da haben wir eine ganze Menge Krughundeskelette. Naja, wenn ihr raufkommen wollt, kommt rauf. Gehen wir zuerst mal in diese Richtung. Ich speichere hier mal ab. Davon ist eine Elfe und dann werde ich mal bei ihr vorbeilaufen und sie sagen wir mal, dass sie nicht mehr rumflattert. Dann werden ein paar Mal in dieser Gegend vorbeikommen, mindestens jetzt und auf dem Rückweg nochmal. Es könnte sein, dass das System abstürzt. Deshalb speichern. Okay. Okay, diesmal hat es geklappt mit den Elfen. Und es gibt noch jede Menge Kisten hier. Nehmen wir natürlich alle mit. Da vorne war eine Höhle. Thank you.
Ja, jetzt haben wir neue Gegner, Riesenskelette. Da nehme ich, glaube ich, nicht mehr das Kick. Dann nehmen wir mal den Zombie. Hat es noch Bogenschützen? Schaut nicht so aus. Können wir ein paar Schritte näher gehen und dann schauen wir mal.
habe das Gefühl, es läuft immer wie besser mit unserer Gruppe. Schwierig, das stimmt schon. Aber wenn ich zurückdenke, gegen den Riesenroboter hatten wir beinahe keine Chance. Oder diese Fahrstühle, die horizontalen, nicht die vertikalen, die nach oben und unten gehen, sondern die horizontalen, auch in derselben Höhle mit diesen Robotern. Das war die Hölle. Da hätten wir keine Chance gehabt, irgendwie an Land zu kommen, wenn wir nicht unsere Monster dorthin beschworen hätten. Aber jetzt, ja, jetzt geht's recht gut, finde ich. Auch gegen den Drachen, das war nicht ein Kinderspiel, aber das war doch recht angenehm irgendwie. 8 und 8, wie viel hast du da? 9 und 10, das ist besser. Du hast 8 plus 6. Ja, dann werden wir mal kurz etwas umtauschen hier. Also, was ist der Beste? 7 Gesundheitspunkte, 2,25. Besser, ja. Und du hast 8 und 8, hier 8 plus 6. Auch etwas besser. Und hier 4 plus 10, 8 plus 6. Bleibt gleich, aber hier hast du Gesundheitspunkte. Ja, dann ist das ja gut so. Das werde ich jetzt auch noch gleich verwandeln. Okay, dann brauche ich hier wieder den Riesensee wahrscheinlich. Und hier nehmen wir. Skik vorbereiten. Höhenriese. Und nochmals. Und das ist was für eine Rüstung. 44. 39, ja. Definitiv besser. 347. Aber das dauert noch ein bisschen, bis du die tragen kannst, Rask. Ja, die ist eindeutig besser hier. Beinahe 100, also etwa 80 Rüstungspunkte zusätzlich, das ist schon gut. Okay, dann speichere ich hier mal und dann geht's nach unten. Minuten, okay. Dauert noch ein kleiner Augenblick. Bis der Zombie verschwunden ist. Ja.
Jetzt etwa, nein, noch nicht, noch ein paar Sekunden. Naja, ich sitze, wenn es soweit ist.
Ja, und hier unten ist, glaube ich, unser letztes potenzielle Mitglied, das wir, ja, den wir mitnehmen könnten. Ich glaube, das waren Nahkämpfe und es sieht auch so aus. Aber das werden wir erst das nächste Mal sehen. Und zuerst gehen wir noch in die andere Richtung. Da vorne ist... Was ist denn das da vorne? Mal schauen hier. Yeah.
Ja, dann denke ich, werde ich hier wieder mal Pause einschalten. Nee, nicht vorwärts gehen. Ja, tipptopp. Das nächste Mal werden wir hier mit... Er ist nicht im Bedrängnis. Nein, wird nicht angegriffen. Ich dachte nur, Moment. Dann nächstes Mal werden wir mit ihm sprechen, respektive wir müssen zuerst etwas säubern hier. Gab es ja noch wieder Skeletthunde und sehr wahrscheinlich tauchen auch wieder diese Riesenskelette auf. Trigger habe ich, glaube ich, noch genug. Ja, habe ich genug. Ja, okay. Speichern. Das ist Ende Video 68. Das ist gut so. Okay, dann sehen wir uns vielleicht das nächste Mal wieder. Bis dann.